komisch. Ja, das geht, aber... Ach so, ja klar. Hey, Moment, würde ich da nicht auch anders hinkommen? Ach komm, doch. Brauchen gerade Geld. Ist bestimmt viel wert. Keine Ahnung, wie viel. Hä? Ich dachte gerade, da steht oben einer. Das ist ja auch cool. Das wäre generell richtig cool, wenn die irgendwelche komischen Easter Eggs einbauen würden. Das würde ich richtig feiern. Ja, nettes kleines Rätsel, ne? Ich glaube immer noch, dass man diese Rakete irgendwie beschleunigen kann. Oh ne, komm. Da habe ich keine Lust drauf. Du bist doof. Tschüss. Das ist ein richtig nerviger Roboter. Oh, kommst hier nicht hoch. Das tut mir aber leid. Gut, das ist wahrscheinlich ein Job für Sandy. Das kürzen wir direkt ab. Mit einer komischen Protective Blase. Tschüss. Ah, nochmal das Spiel, okay. Ach. Du denkst, das ist in Ordnung? Ach komm. Da denkt man, man kann das wenigstens mal kurz machen. Oh Gott. Ja, ja, freu dich. Solange es noch geht. Ah, ist nur eine Frage des Winkels. Was macht er jetzt, hä? Ausgelacht jetzt. Moment. Das Rätsel scheint leicht zu sein. Animation noch nicht fertig. So, jetzt gehst du einfach wieder zurück. Und du gehst vor. Genau. Bam. Ist doch schön, wenn es so simpel ist. Irgendwie vermisse ich eine Bushaltestelle. Was zum Teufel? Oh mein Gott, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Jawohl. So, da wird es jetzt weitergehen. Da ist die Box für den Anfang. Wirklich keine Bushaltestelle oder habe ich die mal wieder übersehen? Hab die bestimmt übersehen, ne? Das traue ich mir zu. Na gut, erstmal weitergehen. Schrub das Achterdeck. So komisch. Hast du nicht einen silbernen Schneebesen zu besorgen? Nein, einen goldenen Pfannenwender. Was auch immer. Da oben ist einer. Ein silberner Schneebesen. Das wäre auch gut. Na? Habt ihr Bock? SpongeBob an Einsatzleitung. Oh, verdammt. Es kann losgehen. Kaputt. Ah, lass mich weg. Money.
Ja, ihr stürzt ab, das dachte ich mir schon. Genau meine Größe. Nimm das. Zu hübsch. Ich halt's nicht aus. Ja, das sieht echt hübsch aus. Ah, da ist die Bushaltestelle. Aber ich glaube nicht, dass ich mit Sandy hier hochkommen würde. Wahrscheinlich, wenn man Sandy vorher hätte. Ja, okay, dann habe ich auf jeden Fall die Bushaltestelle übersehen. Gib mir das Money. Und das auch. Ist das jetzt wieder eine Bushaltestelle? Wow, das ist ja sinnig. Das hättet ihr auch irgendwie anders machen können, oder? Irgendwie dämlich. Du schaffst das schon, los! Ja, okay. Hallo! Ich komm mal vorbei geschwebt, ne? Keine Chance. Da ist noch irgendwas Tolles? Nein, aber da ist eine Socke. Ah, ärgerlich. Das hätte ich vorher wissen müssen. Eine Erfrischung. Toaster Tiki nach Texas ab. Klingt schon komisch, wenn sie sagt, eine Erfrischung bei einer Unterhose. Gib mir das Money. Hä? Ich bin nicht im Kreis gelaufen, oder? Nee. Dieses ständige Hin- und Herwechseln. Geh weg. Ha. Mein Gott. Kriegst du ja voll die Paras. Ach, du großer Schinken. Den habe ich verstanden. Ja, ich auch. Dachten sie sich, komm, machen wir was Neues, ne? Hm? Lass das. Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. Tschüss. Gott, das wird ja noch richtig turbulent hier. Boah, jetzt muss ich die Muschellobby aktivieren. Ich habe natürlich auch schon wieder ordentlich was, aber ich denke mal... Ah, nee. Nee. Das ist bestimmt hier für so ein... Ja, das ist für so ein Angelhaken. Nee, lass mal. Das behalte ich jetzt mal lieber. Hier geht's ja weiter, ne? Gott. Hat man schon so ein bisschen Panik? Stopp. Oh Gott. Obwohl, das sieht eigentlich witzig aus. Nein. Ah! Oh mein Gott, nein. Nur das richtige Timing. Oh Gott, das wird doch nichts. Oh Gott, nein! Ha, gecheatet. Oh mein Gott. Sicherheitsabstand. Der ist wichtig. Blasenpower. Na toll. Dreh dich nicht so schnell. Ach, willst du? Weißt du, diese Hitbox, ne? Die ärgert mich immer, aber wenn ich das mache, ne? Dann ist das egal. Dann ist das ganz, ganz genau ausgeschnitten. Was für ein Beschiss. Das Money nehme ich mit. Und da haben wir schon den goldenen Pfannenwender. Sauber. Oh. Geht's nochmal weiter?
Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Geht's einfach nur zurück. Mr. Krabs. Ahoi, SpongeBob. Schrub das achte Deck. Ach, den Scherz habe ich schon mit Thaddeus gemacht, Mr. Krabs. Tja, der ist ja gut, hm? Aber klar. Dann ist deine Aufgabe jetzt folgende. Zerstöre alle Stromgeneratoren auf dem Roboterschiff. Sobald der Strom abgeschaltet ist, kannst du die Kanonen des Holländers abfeuern, um das Roboterschiff zu zerstören. Kanonen klar, Mr. Krabs. Ja, simpel, ne? Nehme ich mit. Danke. Es glänzt. Tschüss. Eine von vier. Oh mein Gott. Ja, danke schön. Oh Gott, das zieht einen immer so runter, wenn das runterbricht. Das macht voll keinen Sinn, aber... Ach. Schon falsche Richtung. Nein! Wow. Doch nichts über den Geruch von aufwärts, bitte. Am Morgen. Das riecht nach... Ach du großer Schinken. Den habe ich verstanden. Jawohl, das ist schon mal gut. Bringt es mir sonst irgendwas hier oben zu sein? Ach, die Dinger muss ich kaputt machen? Ah, okay. Dann macht das natürlich Sinn, da oben zu sein. Ah, hier könnte ich jetzt so sandig wechseln. Gehen wir erstmal wieder hoch. SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Moment. Moment. Zu schnell. Oh mein Gott. Okay. Ich muss das doch mit Sandy machen. Kawabanga. Nein, warte. Hä, warte mal. Muss ich... Von da drüben starten? Geh doch mal weg. Das ist ja furchtbar nervig. Oder komme ich von... Ja, nee, Moment. Wie mache ich das jetzt? Ah, verdammt. muss ich jetzt zurück? Ich meine, wie komme ich denn da drüben drauf? Also, wenn ich da oben stehen könnte mit Sandy, das wäre cool, aber das geht ja nicht. Warte, war da gerade irgendwas? Nee, schon gut. Na, erstmal muss ich jetzt den Roboter da oben wieder wegkriegen. Der ist ein bisschen nervig eigentlich. Ich bin mir unschlüssig. Muss ich rüber? Ach, komm, erstmal wieder zu SpongeBob wechseln. Ach komm. Ich komme. Bumm. So, noch mal gucken, ob wir das hinkriegen. Alle Roboter können uns zerstört. Ja, gut. Und mit Sandy würde ich jetzt natürlich hier rüberkommen. Dann komme ich hier sonst trotzdem irgendwie mit Sandy rüber. Ja, ne? Hier geht's halt los. Nein. Immer diese falsche Taste.
fällt auch nur da hoch. Vielleicht endet es da auch einfach und ich muss jetzt wieder erstmal zurück. Geh weg. Oh Gott. Habe ich gerade überhaupt bemerkt, dass die kaputt gehen? Hallo. Ein Ungeziefer weniger. Komme ich jetzt irgendwie irgendwo dran? Hä? Was war das? Werfen von Lasso? Ach so. Ah, ich dachte schon. Wie komme ich denn da hin? Bin ich so doof? Ach komm, lass mich rumtricksen. Ich bin verunsichert, was ich tun soll. Zieh dich doch da hoch. Das dürfte doch gehen. Ja. Okay, ich denke nicht, dass das so sein sollte, aber keine Ahnung. Ich bin überfragt. Schwöre ab, du lästiges Ding. Ja! Was soll das werden, hä? Scribble Smasher. Yeah. Okay. Nicht so weit nach oben. Da-da-dam-dam-dam-dam-dam. So, nächste Kanone. Achso, das geht nicht mit ihr. Das aber. Da fehlt aber dann noch einer, oder? Hat sie schon wieder übersehen? Oder komme ich da mit dem Trampolin hin? Nummer 1 bei der Schnitzeljagd von Bikini Bottom. 3 Jahre in Folge. Ich mach das lieber mit Sandy. So sich in Höhlen bewegen ist, glaube ich, mit ihr besser. Und da hinten oben ist da die andere Kanone? Ne, Moment mal, die Kanonen müssten doch eigentlich alle hier sein. Genau, das macht doch sonst gar keinen Sinn. Jawohl, Chip Shape. Na, jetzt nur noch aktivieren, aber ich möchte eigentlich schon gern da oben hin. Zu meinem Freund. Ne? Was auch Bock. Was gibt's jetzt? Tolles? Gar nichts? Wirklich? Gar nichts? Gar nichts? Na gut, die Socke, aber gut. Ich möchte jetzt eigentlich nicht so gern diesen Weg dann extra nochmal komplett gehen, nur wegen der Socke. Ich bin mir sogar unsicher, ob ich überhaupt nochmal 10 jetzt zusammenbekomme. Um mir einen Pfannenwender zu holen. Gut. Und dann nochmal zu SpongeBob wechseln. Dann können wir die Quest abschließen. Feuer! Schiff zurück und die Roboter besiegt. Das hast du geschafft, aber wenn ich ihn jetzt so betrachte, erhalte ich diesen goldenen Pfannenwender lieber. Er funkelt und glänzt so schön. Erinnert mich an meinen ersten vergrabenen Schatz. Aber unsere Abmachung... Ah, triff niemals eine Abmachung mit einem Geist. Abmachungen bedeuten mir gar nichts. Abgesehen von der Abmachung bezüglich des Butterfasses, damals im Jahre 1873. Was für ein Gewinn, das sage ich dir. Es geht doch nichts über cremige, handgerührte Butter. Also jetzt mach aber mal halblang, Butterjunge. Wir erledigen die ganze Arbeit, während du rumhängst wie ein Faultier. Faultier? Das ist eine Kampfansage. Wenn du das goldene Ding unbedingt haben willst, komm und hol es dir. Wie du willst.
Bossfight? Je glänzender, desto besser. Wirklich? Finde ich cool, aber weiß ich gar nicht mehr. Aber gut, aber erstmal kleine Pause.